doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. So, ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Niklas Wilson-Sommer. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Format auf meinem YouTube-Kanal. Das Ganze heißt Entweder oder. Und woher kam die Inspiration von TikTok? Heirate Madison Beer oder heirate Corinna Kopf? Wir haben sehr gottlose Fragen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Gebt mir ein Feedback, ob dieses Format eine Zukunft hat oder ihr sagt, Willi, das war falscher Ehrgeiz. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Ganze und abonniert diesen Kanal. Wir sind kurz vor 1 Million. Let's go! Ich darf euch meine 2 Gäste vorstellen. Einmal bitte! Was geht? Ab jetzt geht's los. Entweder du lebst 15 Jahre weniger oder deine Mutter lebt 5 Jahre weniger. So, dann bitte ich dich anzufangen. Ich habe, dass ich 15 Jahre weniger lebe, weil ich einfach mal vom gesunden Menschenverstand ausgehe, dass ich so, ja, 70, 75 werde. Und ich finde diese Zeiten zwischen 55 bis 70 sind ein bisschen overrated und die muss ich nicht erleben. Wie war das? Ja, Mutter. Ach, 5 Jahre. Lieber, meine Mutter weint, deine Mutter weint. Ja, ja. Ja, ich habe auch eins, klar, aber mehr so das Mama-Ding, Bruder. Das kann man nicht machen, oder? Mama ist sehr wichtig. Weil. Ich sag euch ganz offen und ehrlich, das ist mir scheißegal. Nein, Spaß. Ich habe auch eins genommen. Lieber lebe ich 15 Jahre weniger, weil ich mir dann halt denke, okay, wenn ich ein bisschen rechne, dann bin ich, ja, dann kommt das so gut hin, zeittechnisch. Entweder rette ein vermisstes Kind oder besitze die Firma Mercedes. Digga, Bruder, mach doch ein bisschen langsam, Digga. Alter, komm, mit vermissten Kind, Mutter soll früher sterben, Digga. Ich schwöre, Bruder. Natürlich, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Oder ich hab 2, ja. Er sagt, wie will ich schon gesagt haben? Was hat er gesagt? Nein, dass wir am Video, dass man alles ein Ding ist, dass man hier machen kann, sagen kann, wie man will. Ja, also lieber diese lockere Mercedes als ein Kind retten. Ich hab eins genommen, weil ich hätte keinen Bock auf Mercedes. Also das ist voll der Stress, wenn du Mercedes besitzt. Ich hab mich für 2 entschieden. Oh Gott. Nein, und jetzt kommt's. Wenn ich Mercedes besitze, dann habe ich die Chance, mehr als nur mehr ein Menschenleben zu retten. Schön, und wir können ihn suchen. Du nicht, du hast dein Auto einfach entschieden. Bei mir ist es die Intention, ich kann damit, wenn du Mercedes-Besitzer bist, dann gehört dir gefühlt die Welt. Und damit kannst du so viel beeinflussen, deswegen nehme ich lieber Mercedes, besitze ich lieber Mercedes und probiere ganz viele Menschenleben zu retten. Das ist smart, Digga. Entweder 50-50 Chance auf 1 Million Euro oder einen Obdachlosen das Leben retten. Gib mir wirklich deine erste Intention. Ja, safe. 50-50, Digga. Ja, also, es wird schon, ich würde schon eher so gucken, dass ich irgendwie 1 Million bekomme, anstatt dass ich einem Obdachlosen helfe. Warum? Guck mal, wir leben in einer Welt. Ich habe auch 50-50 Ding, weil ich habe aber eine smarte Idee. Achtung. Bruder, ich habe wirklich ein krasses Gefühl bei 50-50 Sachen. Okay. Und ich denke, dass ich him sein könnte, das holen kann. Dann kann ich den Obdachlosen retten oder andere retten. Ich habe aber eine smarte Idee. Ich habe mich auch für die 50-50 Chance auf 1 Million entschieden, aber einfach aus dem Grund, es gibt immer wieder, und ich weiß, kann man lange diskutieren, aber wenn wir jetzt beispielsweise in Deutschland leben, wir gehen aus dem Standpunkt Deutschland, glaube ich, habe das Gefühl, am Ende musst du in Deutschland nicht obdachlos sein, weil das System bzw. der Staat ja eigentlich immer einen probiert aufzufangen. Das heißt, sie sind selber schuld. Nicht selber schuld. Okay. Entweder BMW oder Porsche. Ich finde, es ist eine entspannte Frage. Ja. Eine mal entspannte Frage, das gehört auch dazu. Falls ihr das da gerade seht, macht gerne das zu Hause auch. Macht daraus ein Spiel mit euren Jungs, mit eurer Freundin. Kommt auf einen gemeinsamen Nenner. Ich glaube,
das Spiel kann man in so viel oder das Video kann man in so viel Varianten nutzen, was ganz geil ist, deswegen... Macht Diskussionen an. Ja, und schreibt auch mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Das ist ein neues Format. Ja. So, ey, los, fang an. Ich hab die 1, also ich hab BMW. Ich glaube, ich weiß nicht, was vielleicht mehr Vermögen hat, also Porsche kann sein. Aber ich hab BMW, weil, keine Ahnung, ich feier BMW. Automarke. Und ich fahre erst in diesen i8, wo der Inch irgendwann ich hab. Inch. Ich hab Porsche genommen. Natürlich habe ich Porsche genommen, oder? Also ich hab auch einen Porsche genommen. Ich hab einen Porsche genommen, weil dann können wir nochmal einen verlosen. Entweder du rettest deine Mutter oder deinen Vater vor dem Tod. Boah, das ist hart, wirklich. Oh. Das ist jetzt krass, oder? Schlupfloch, warte. Was suchst du da für ein Schlupfloch? Geht nicht. Ja, ich hab Mom. Beide, oder? Ja, ich hab aber auch Mutter, Digga. Ja, ich hab auch Mutter. Ja. Aber weil bei mir ja Umfeld ist, ne? Ja, ich hab so. Bin ich frei, ja. Meine Mutter ist so ein bisschen mehr. Mama kümmert sich halt um alles. So. Papa ist halt so. Das klingt ein bisschen blöd, aber Mama ist ja meistens so, die kümmert sich um Familienzusammenhalt und so. Also, denke ich. Oder? Deswegen. Ja, aber gottlos, es tut mir leid, Jungs. Entweder 10 Millionen bekommen, aber deine Mutter dafür schlagen oder ablehnen. Einfach, zweite Option ist einfach ablehnen. Ja, entweder nimmst du die 10 Millionen, musst aber deine Mutter schlagen. Oder. Worüber reden wir hier? Also, ich würde sagen, K.O. Die muss K.O. gehen. Ja, mit Force, ne? Du kannst. Mann, Digga! Es geht darum, dass sie K.O. geht. Okay, und die weiß von dem. Nein, nein. Nee, die weiß es nicht! Nein. Dass ihr das, dann kannst du es im Vorhinein kommunizieren. Falls ihr das gerade seht und bis hier noch dran seid, wie würdet ihr euch entscheiden? Ich nehme es nicht an. Also, zwei, glaube ich, oder? Also, nicht annehmen. Guck mal, ey. Also. Ich glaube von mir, also man würde es auch nicht von mir erwarten, aber ich kann es auch nicht, also ich kann es auch nicht machen. Okay, bevor ich meinen Antrag sage, was hab ich getan? Guck mal, meine Familie ist aus einem, ist geflüchtet. Mit Blick. Yeah, no! Wir haben für sehr wenig Geld gearbeitet. Und wenn die wüssten, dass eine Generation, dass die Kinder, meine Kinder und die Kinder von meinen Kindern gesichert sind und das von meinen ganzen Brüdern, dann könnt ihr das nehmen. Auf Lock. Deswegen habe ich eins genommen, Digga. Also sagst du, kann sie das tanken? Also ich sag nur das, was du mal mehr hast. Ja, sehr schön. Ja. Das ist ja auch das Format. Man soll ehrlich antworten. Ich hab mich für 2 entschieden. Ob ich jetzt 5 Millionen auf dem Konto habe oder 15. Also das Ding ist ja, bei dir 10 Millionen da nicht. Nein. Entweder heirate Georgina oder Ronaldo. Nee, ja. Georgina genommen. Weil, ja, ich auf Frauen stehe, deswegen. Also würde ich lieber eine Frau heiraten als Cristiano. Eigentlich? Ja, ich habe Georgina auch. Frau. Und denkst, und wenn Messi, also wenn Messi wäre, würde ich Messi picken, aber so. Also, weil es Cristiano Ronaldo ist, habe ich mich entschieden wie eine 2. Also wenn er nach Hause kommt, dann liege ich eingeölt auf der Couch. Ja, ein schönes Leben, wir 2. Entweder mit Gott kommunizieren oder unendlich Geld haben. Was ein Step, Digga. Ein Giorgino oder Cristiano zu Gott kommunizieren? Denk an deine Familie, die hier hergereist. Ich hab 1. Ja. Ich hab auch 1. Ja. Aber was ist mit der Familie, die. Ja, also an die würde ich natürlich auch denken, ne? Ich würde so fragen, wie. So. Ja. Ich hab auch 1. Entweder deine Familie kommt in den Himmel und du in die Hölle. Oder du gehst in den Himmel und deine Familie in die Hölle. Denke ich, Digga. Du gehst? Ja, ich gehe. Ich denke auch. Ja. Ich habe auch denke. Also ich Hölle. Ich auch, aber einfach nur, weil es. Ja, also wenn ich eh, also ich komme eh in die Hölle. Entweder Madison Beer heiraten oder Corinna Kopf. Clear. Voran, Moment. Ich habe Madison Beer. Ich finde Corinna auch sehr, sehr stark, macht einen sympathischen Eindruck, aber ein bisschen vom Content her ein bisschen ja schon. Genau. Ja. Ja, du hast ein Video mit ihr, Sidney hat ein Video mit ihr und Madison Beer wäre sowas Neues, weißt du? Ja, aber du sollst sie heiraten und ich konnte ja, wir können ja beides machen, wenn ich schon die ganze Zeit mit ihr bin und sie heirate und zusammen auslebe, wir Kinder erziehen. Als ob Couple so ein Video. Ja, hä, wie krass wäre das mit Madison Beer? Ja, Bruder, aber warte mal,
Tatsächlich habe ich auch die 1 und du kannst sie deshalb nicht haben, wenn ich dich habe. Ich bin eher der Brünett-Type. Also wenn ich es mir auch natürlich aussuchen könnte, ne? Ja, also so alle Girls quasi, die brünett sind, können dich anschreiben. Ja. Auch ein Blond. In Insta DM einfach brünett. Ich habe mich für die 2 entschieden. Einfach aus dem Grund, ich kenne Corinna. Coco ist cool. Coco ist eine geile Sau. Ja, ich denke, Bella ist so eine geile Sau. Entweder nur mit einem Bein leben oder nie wieder Internet. Okay. Echt? Für mich ist voll schwer. Echt? Ja. Melly ist Pro-Baller. Bei dir ist voll easy sogar. Ich hab eins, Also mit Ballen. Also ich mit Ballen. Wirklich? Ey, ja. Das, okay, ja, bei dir juckt echt ja, nicht, ne? Krass. Stimmt. E-Sportler und muss Internet-Stuff machen, so. Stimmt. Ja, ist gut. Also ich glaube, ich hätte dann Prothese und ja. Aber. Ich hab kein Internet. Ich will einfach keine Internet-Videos machen. Echt? Ja, was machst du da? Ich mach mein Studium fertig und dann gehe ich arbeiten. Kenn ich auch einer, relativ plausibel. Doch. Also. Lieber Fußball, ne? Ja, ich habe ja auch schon Fußball gespielt, bevor ich quasi im Internet war. Also, das ist halt das Internet oder so, das was dazu kam, das ist auf der Sahne die Kirsche. Entweder 5 Millionen Euro oder die wahre Liebe. Ja, ich kann einfach machen. Ich habe die 1, ich habe die 5 New Rex. Yeah. Weil ich würde Familie absafen, alle absafen. Ich habe wahre Liebe genommen, Digga. Aber komm mal, du musst überlegen, lass mich das mal ganz kurz ausprobieren. Ja, also dass jeder da draußen versteht. Wahre Liebe, das heißt, es ist eine Person, mit der ich so zu 100% Seelenverwandte. Ja, genau. Und mit der Seelenverwandte gute Kinder, also so Kinder, die einfach perfekt passen. Und das ist mir mehr wert als 5 Millionen. Ich habe mich für die 5 Millionen entschieden und das argumentiere ich dann wie mein Bruderherz. Ich werde mit diesen 5 Millionen ein Kind erzeugen, was mir dann dieses Geld verdoppelt. Und ich werde aus diesen 5 Millionen nicht nur ein Kind zeugen, sondern eine ganze Fußballmannschaft. Dass die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass der nächste Cristiano Ronaldo da drin ist. Und weißt du, um was ich mich dann verliebt habe? In die 5 Millionen, mein Bruderherz. Entweder 400.000 im Jahr verdienen, aber Unschuldige abziehen, oder 40.000 im Jahr, aber rette Menschen in Not. Hört auf jetzt mit euch. Hört auf mit Moral und so. Hört auf. Hört auf, die sind so Lügner. Ich schwöre, ich bin ein Lügner. Ich hab drei, ich schlag meine Mutter ab. Ja. Ich hab 2 genommen. Wenn ich Unschuldige ausraube, dann mache ich mich ja strafbar. Das heißt, ich könnte rein theoretisch in den Knast kommen. 400k sind dafür zu wenig im Jahr. Dann machst du 10k vielleicht. Dann bin ich schon irgendwie. Du machst dann 10k vielleicht. Wenn du 400k im Jahr machst. Ja, das sind 33.000 im Monat. Ja, ist weniger. Ja, jetzt. Ja, doch, ist schon viel. Aber. Digga, weißt du, wie schwer es ist, in einem normalen Leben, in einem Arbeitsleben? Ja, aber ich sag dir jetzt nochmal eine andere Sache. Wenn du Menschen in der Not hilfst, ich schwöre, du kriegst weniger als 40k im Jahr. Ja, dann machen wir daraus 15k im Jahr. 15k, okay. Nee, ich würde trotzdem lieber. 400k im Jahr ist krank viel. Die Theorie finde ich gut, die du gesagt hast, mit, dass du jemanden ausraubst und dafür dann eine Strafe machen kannst. Ja, ich sag immer, lieber geben als nehmen. Ja. Ja. Das ist meine Denkweise, deswegen habe ich mich jetzt auch für 2 entschieden. Ja, schön. Ich habe auch, also ich sag euch, vertret euch so. Aber Bruder, ich dachte, man kriegt als dieser Ausräuber nur so 3k im Monat. Ich habe verrechnet. Entweder GTA 6 erscheint jetzt oder du rettest Kinder in Afrika. Was heißt rausbringen, Bruder? Was heißt das? Ja, dass GTA 6 jetzt rauskommt. Achso, für alle jetzt einfach frei verfügbar ist. Das ist krass, Bruder. Ich hab schon Bock, dieses GTA 6 anzuspielen. Geisteskrank, Digga. RP direkt, stell mal vor. Boah. Nee. Kannst nicht vermarkten, also das geht nicht. Kannst du nicht vermarkten? Das geht nicht. Sei ganz ehrlich. Sei offen ehrlich, Bruder. Also wenn du mich anschaust. Ja, ich hab so diese. Wie ja? Ja, was? Ich sag's dir, wenn du mich anschaust, der sagt ja. Nein, Bruder, das Ding ist, ich hab nicht so einen Bezug zu GTA, muss ich sagen. Okay, das ist ein geiles Argument. Ich hab auch Kinder retten. Oder GTA. Ist jetzt auch nicht so mein. Dein. Game, ja, okay. Aber eine Nische. Ich hab. Da muss schon was Krasseres kommen, Digga. Das muss. Ich hab auch 2. Ich bin wirklich GTA, also liebe ich. Ich hab San Andreas damals gespielt und ihr alle kennt, glaube ich, die ganzen Cheatcodes, die man auswendig konnte, bla bla bla. Aufgeschrieben. Aber. Ja, Digga, aber ich sage euch eins: Kinder sind unsere Zukunft. Ja.
Dann war es das auch an der Stelle. Selbstverständlich haben wir uns gedacht, wir haben gerade sehr gottlose Antworten von uns gegeben, beziehungsweise Fragen beantwortet. Und jetzt bleibt noch eine letzte Frage für euch da draußen, die ihr in den Kommentaren ehrlich und offen beantworten müsst, okay? Und das ist nämlich die Frage. Entweder du kommst in den Himmel oder du und deine Freunde bekommen 500 Milliarden Euro. Jetzt seid ihr da draußen gefragt, wie würdet ihr, wie würdet ihr euch entscheiden, was ist eure Antwort 1 oder 2? Wenn es euch Video gefallen hat, lasst es mich auch gerne in die Kommentare wissen. Ja, wir haben Format, ja. Weil es ist ein neues Format, alles beginnt irgendwo mit dem ersten Schritt. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich hoffe, es ist cool geschnitten. Ich bedanke mich bei meinen zwei ersten Gästen. Danke dir. Lomet und Eldox. Ja, Davidos. Sagt mir gerne, wen ihr als nächstes haben wollt. Ich freue mich da selbstverständlich. Oder ich gehe davon aus, dass ihr auch mal Eli sitzen werdet und Sydney. Schreibt gerne mal rein, mit wem ich das Ganze abdrehen soll. Wenn euch das Ganze gefallen hat, tut mir den Gefallen. Wir sind kurz vor 1 Million. Das Like da, Leute, für mich so. Abonniert diesen Kanal. Alle jetzt. Like dieses Video, weil liken tun so wenige. Warum drückt ihr nicht nach den Daumen nach oben, Lomma? Wenn ihr Willi mögt, macht das. Ja, wenn ihr eure Mutter liebt. Doch, gut. Ja, wenn eure Mutter liebt, liked das Video. Und in diesem Sinne würde ich sagen, es heißt 1, 2, 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